Stell dir vor, du musst einen Vortrag vor mehreren hundert Leuten halten und plötzlich kommen schreiende Demonstranten auf die Bühne und unterbrechen dich. Wie Christian Lindner in einer solchen Stresssituation gelassen bleibt, die Situation rhetorisch stark für sich nutzt und sogar das Publikum für sich gewinnen kann, das erfährst du in diesem Video. Also viel Spaß und kommunikativen Erfolg. Herzlich willkommen, Benedikt von der Redefabrik hier. In solchen Situationen ist es natürlich sehr schwer, sich richtig zu behaupten und da kann ich euch heute das Buch Sanfte Selbstbehauptung von Barbara Berghahn empfehlen. Ein sehr gutes Buch mit 5 verschiedenen Strategien, wie man sich respektvoll, aber trotzdem immer noch klar und deutlich durchsetzen kann. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Kommen wir gleich mal zu der eigentlichen Situation. Hier, wie gesagt, ein sehr, sehr problematisches Szenario für Christian Lindner. Nicht nur, weil es für ihn sehr überfordernd sein könnte, sondern weil aus kommunikationspsychologischer Sicht auch hier das Framing sehr wichtig ist. In dieser Situation hätte es sehr schnell passieren können, dass dadurch, dass die Demonstranten auf die Bühne kommen, der Frame entsteht. Irgendeine Einzelperson, ein elitärer Politiker, sagt eine Einzelmeinung, während wir jetzt die wahre Meinung sagen. Das ist ein sehr problematisches Framing für ihn, ganz einfach, weil alles, was danach von ihm gesagt wird, in ein anderes Licht gerückt wird. Er schafft es allerdings, die Situation für sich zu nutzen, einen stärkeren Frame zu etablieren und diesen auch über die ganze Zeit zu halten. Und dafür startet er erstmal damit, dass er sich entspannt hinsetzt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie er es schafft, in einer solchen Situation gelassen zu bleiben. Das ist auch für ihn nichts Alltägliches, aber er ist routiniert darin, insgesamt oft Reden zu halten. Und dadurch, dass er sich oft solchen Situationen aussetzt, kann er es auch besser schaffen, in Stresssituationen, die mal außer der Reihe sind, sich darauf einzustellen. Zusätzlich hat er auch eine unglaubliche Selbstkontrolle, denn selbst wenn er innerlich hier sicherlich brodelt, zeigt er das einfach nicht nach außen, sondern setzt sich sogar noch bewusst gelassen hin. Und ein sehr, sehr wichtiger Satz für die kommende Situation und für das kommende Framing ist, dass er auf die Meinungsfreiheit plädiert. Die Meinungsfreiheit ist natürlich ein sehr hoher Wert in allen Zuhörerköpfen, heißt hier gewinnt er schon mal ein gewisses Maß an Sympathie von den Zuhörern und zusätzlich zeigt er auch, wie sicher er ist, da er sich der Meinung anderer aussetzt und diese eben nicht ausgrenzen möchte. Wenn er das hinbekommt, kann er es auch später für sich nutzen. Ich werde da nochmal darauf zurückkommen. Dann geht er aber auch noch proaktiv auf die Situation zu, indem er sagt, wer ist der Sprecher von euch und wirklich darum bittet, dass eine Person das Wort ergreift. Heißt, er verliert hier nicht die Kontrolle über die Situation und schaut sich irgendwie hilflos um, sondern er dreht den Spieß bewusst um. Das hat er hier sehr stark gemacht und was nochmal zusätzlich gut für ihn ist, ist, dass die anderen keinen richtigen Sprecher haben. Dadurch entsteht eher der Rahmen oder der Frame, dass die anderen zwar schreien, aber nicht sachlich mit einem Sprecher argumentieren können. Als sie sich dann nach kurzer Diskussion dann doch auf einen Sprecher geeinigt haben, bekommt er auch ein Mikrofon, das aber nicht funktioniert, weswegen Christian Lindner sein eigenes Mikrofon ihm anbietet und ist hier deswegen immer noch in der stärkeren Situation. Und auf diesen Punkt der Meinungsfreiheit greift er jetzt immer wieder zurück. Beispielsweise kann er, nachdem die anderen Personen jetzt etwas gesagt haben, auch für Toleranz für andere Meinungen einstehen, was natürlich dem Publikum sehr gefällt. Jetzt gibt es manche Fakten, die kann man nicht wegdiskutieren. Die Frage ist nur, aus welchem Blickwinkel man sie sich anschaut. Christian Lindner richtet den Fokus nicht auf das Geld, nicht auf den Preis, sondern auf die Qualität. Was hier in dieser Situation sehr wichtig ist, weil es das Argument der anderen Person nicht diskreditiert, aber zumindest aushebelt. Ich finde gut, wenn ihr euch hier einbringt, aber noch besser hätte ich gefunden, wenn ihr auch für gute Bildung hier gestritten hättet und nicht so. Das Gute ist, dass er Vorarbeit geleistet hat und den Rahmen etabliert hat, dass Meinungsfreiheit wichtig ist. Als plötzlich eine Person lautstark reinbrüllt, ist das Publikum auf Lindners Seite und buht sie dafür aus. Ich
Und das ist natürlich eine Steilvorlage für einen schlagfertigen Kommentar, der sowohl dem Publikum gefallen wird, als auch die Quelle in gewisser Weise diskreditiert. Doch diese ganzen einzelnen Elemente, also dass er schlagfertige Sätze verwendet, dass er den Fokus so ausrichtet, wie er möchte, die würden alle nichts bringen, wenn er jetzt eine leise, zurückhaltende Rhetorik hätte. Aber das ist ihm natürlich auch selbstbewusst und deswegen fährt er jetzt, weil er es auch authentisch verkörpern kann, mit einer sehr aufbrausenden Rhetorik auf. Gerade in einer solchen Situation, bei denen sehr, sehr viele Leute im Publikum natürlich auch so ein bisschen auf Unterhaltung aus sind, ist es sehr sinnvoll, Humor und Witze für sich zu nutzen und das gezielt einzusetzen. Diesen Punkt, den hatten wir auch schon sehr lange bei der NRW-Landtagswahl. Ich verlinke euch das Video gerne am Ende. Zusätzlich zu diesem Frame der Meinungsfreiheit beruft er sich jetzt hier auch noch auf das Erwachsenensein. Hat er sehr stark gemacht und schaut euch mal die Körpersprache des Mädchens an, die wirklich komplett zusammensackt und eigentlich merkt, dass sie hier auf jeden Fall auf verlorenem Posten steht und sogar selbst darüber lacht, dass sie hier in dieser Situation verloren hat. Er hat übrigens auch sehr viele Sachargumente, die haben natürlich jetzt hier nichts mit der Rhetorik zu tun, sind aber auch sehr wichtig, um einfach dieses rhetorische Gerüst auch nochmal inhaltlich zu unterfüttern. Schaut euch dazu gerne das ganze Video, geht ungefähr eine halbe Stunde an, falls ihr daran interessiert seid. Zusätzlich ist er hier auch noch in der Situation, dass er nicht nur den Frame etabliert hat, sondern ihn auch immer hält. Wenn er in der stärkeren Situation ist und sich nicht von anderen unterkriegen lässt, dann knicken die anderen nach einer Zeit ein, weil sie merken, sie kommen eben nicht gegen ihn an. Er verwendet allerdings nicht nur Humor und Schlagfertigkeit, sondern auch diese Sachargumente und die erzwingende Faktenlage, um die Situation für sich zu gewinnen. 2010 sind in Nordrhein-Westfalen die alten Studienbeiträge aufgehoben worden. Wer hat das bezahlt? Ihr! Ihr habt es selbst bezahlt! Ihr habt es selbst bezahlt! Ihr wisst es noch nicht mal, dass ihr es selbst bezahlt habt! Dann gehen plötzlich die Ersten weg und selbst diesen Umstand kann er für sich nutzen. Während er anfangs fast nur hätte verlieren können, ist er jetzt eigentlich in einer Win-Win-Situation. Wenn die Leute die Bühne verlassen, dann kann er es irgendwie ins Lächerliche ziehen, weil sie ja nicht mehr mit ihm diskutieren. Und wenn sie auf der Bühne bleiben, dann kann er durch zusätzliche Argumente, durch eine starke Rhetorik, durch Humor und Schlagfertigkeit auch die Situation für sich gewinnen. Zusätzlich gibt es noch andere Szenen, in denen er auch noch Humor verwendet. Und selbst wenn dann wieder eine andere Person kurz redet, ist er immer noch die stärkere und dominantere Person. Und damit
Und wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, möchte ich euch auch noch ein zusätzliches Geschenk machen, und zwar einen unlimitierten 20% Rabattcode für meinen Schlagfertigkeitskurs. Der Rabattcode heißt Lindner und ihr könnt einfach den Link in der Videobeschreibung nutzen. Dort findet ihr den kompletten Kurs mit 34 Techniken der harten, weichen und humorvollen Schlagfertigkeit. Falls ihr daran Interesse habt, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr auch sehen, was da alles drin ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Falls euch das Buch interessiert, ich verlinke es euch gerne in der Beschreibung, genau wie den Videokurs. Wünsche euch noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.